Alles klar, es lief alles wunderbar. Das freut mich doch. So. Haus des Urteils, Haus des Urteils. Nee. So. Nee, ich dachte, ich dachte, mach's mal so, ging schneller, aber nee. Geht mal vorne schnell. Jetzt heißt es auch Konzentration. Denn im Haus des Urteils können wir die letzte Geistergeschichte sammeln. Ja, ja. Wir müssen hier außen rumlaufen. Ich freue mich! Entschuldigung. Ja, dieses Hin und Her. Wie kam von da? Kindchen, Kindchen. Was hat denn der gemacht? So. Wie gesagt, in der Stadt gucke ich mich jetzt überhaupt gar nicht so wirklich um, weil wir haben ja eigentlich schon irgendwie alles gesammelt. Naja. Los geht's. Zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird das nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Okay, da ist es. Das Haus des Urteils. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, das ist hier, wie ich finde, der gruseligste Ort von allen. Also, so. Erstmal können wir mal hier uns ein bisschen umsehen. Okay, können wir nicht. Weil der hat auch schon, hast du wahrscheinlich jetzt gerade gehört, der hat so eine gruselige Kulisse. Ah. Also, ich habe mir ehrlich gesagt auch überhaupt keine Mühe gegeben, hier alles zu finden. Hier. 10 Stück! Asche zu Asche. Oh, ich will es aber finden. Weil, als ich das erste Mal hier war, es ist gruseliger. Es ist viel gruseliger als alle anderen. Das hörst du wahrscheinlich, oder? Und ich bin auch. Ich bin konstant, naja, nicht immer so rumgelaufen mit F gedrückt, sondern die meiste Zeit, aber alles gesammelt habe ich hier echt nicht. Gedicht Nummer 1. Sie, die mit dem Teufel tanzt. Sie fällt und bürst und schwankt. Das Seil, ihr soll zum Fall gereichen. Was? Des Teufels Schulden, sie soll begleichen. Okay. Ich werde jetzt auch ein bisschen häufiger hier gucken. Rein aus Prinzip, ich möchte nicht schon wieder überrascht werden. Leben und danach. Ich fragte Ronan heute, ob er glaubt, dass wir nach dem Tod weiter existieren. Er fragte, ob im Sinne von Himmel oder alle als Geister. Ich sagte ihm, ich meinte Geister und er lachte bloß und sagte nichts. Ich fasse das mal als Nein auf. Ja. Hast du dich wohl geirrt, Kumpel? So. Alter, guck dir das mal an, hier. Der Schaukelstuhl. Ich sag dir, das ist der gruseligste Ort. Und das, obwohl wir hier mit Dämonen oder sonstiges zu tun haben. Und diese Soundkulisse, die macht mich fertig. So, gehen wir erstmal hier rein, oder? Wenn der uns lässt.
Ladung zu lassen. Ich hätte vielleicht mal mir aufschreiben sollen. Ja, hier, das ist total gruselig, ey. Ich hätte mir vielleicht mal aufschreiben sollen, wo die alle sind. Die Zeit hatte. Nein, ich krieg das alles schon hin. Oh, ist das. Boah, ist das gruselig. Das ist der Kronleuchter. Oh, Jesus. So, hier haben wir noch ein Gedicht. Gedicht Nummer 2. Unnatürlicher Bund aus Geister und Fleisch. Ein Freund gleich die Seele entreißt. Mäst mit Sichel, Trisch mit Forke. Mit Forke, bis du leblos bist und ohne Sorge. Ha, das ist. Wir haben auch vorhin gesehen, die. Vor allem hier kannst du dich echt gut umsehen. Das ist die Scheiße. Die Wahrscheinlichkeit ist nahe, dass Becksau hier ist. Haben wir am Polizeiwagen gesehen. 8 Stück noch. Okay, hier waren wir ja gerade. So. Oh, wir müssen echt aufpassen. Das ist alles so verzweigt. Oh, hör mal auf. Das macht mich fertig. Ich glaub's echt gar nicht, wie. So, da haben wir das. Hebe ich gleich auf. Warte mal, hier waren wir. Ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Oh. Ey, ich kann nicht. Gedicht Nummer 3. Hüte dich vor dem Mann so unrein, dass er eine Hexe schützt vor Unheil. Ihr Schatten liegt auf seiner Seele. Der Verdammnis ewig leere. Okay. Komm, gucken wir nochmal hier. Was haben wir hier irgendwas? Mal sehen. Ein Schau über den Rücken. Das glaubst du nicht. Ich weiß nicht, wie gut. Wow. Da hat jemand so das gemacht, was ich gerade denke. Ich würde mich auch am liebsten erhängen hier. Das ist so gruselig. Das sieht vielleicht jetzt nicht gruselig aus und wirkt auch nicht so, aber die Soundqualität macht mich fertig. Oh. So, hier haben wir sonst alles. Sollen wir hier auch schon? Nee, ich glaube nicht, ne? Gerne. Na, siehst du. Noch 7 Stück. Gut. 3 haben wir hier schon gesammelt. Das ist doch. Nee, warte mal. Das haut nicht hin. Ja, auf jeden Fall haben wir hier schon einiges gesammelt. Ich würde mich freuen, wenn wir es hier zu Ende kriegen könnten. So. Warte mal, komme ich hier irgendwo durch? Ja, und zwar hier wieder. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Der hellste Zimmer hier. Das hellste Zimmer hier. Gedicht Nummer 4. Das hat sich auch gerade gereimt. Zu befreien das Land von Schuld, der Wachsamkeit Geduld und das Wirken der Gewalten wird zum Urteilsspruch gereichen. Oh. Da sehen wir schon, wo es weitergeht. Es ist so unangenehm. Heilige Scheiße, sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Oh, frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt.
Flieh, kleine Hexe, so weit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Oh nein, das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Suche diesen Raum nach Informationen zum Glockenmörder ab. Ja gut, das haben wir ja jetzt. Der Teufel hat mich gezwungen. Bürgermeister Studer weist Schuld von sich, nachdem er ein... Das ist gerade voll laut, warte mal. Gut. Nachdem er eine Reihe qualvoller Morde angeklagt wurde. Ich habe mich übrigens auch, als ich geguckt habe, ob meine Aufnahme in Ordnung war, habe ich mich übrigens jetzt auch mal ein bisschen leiser gedreht, weil es war doch ein bisschen zu laut. Es gab in Salem qualvolle Morde vor über 100 Jahren. Das Problem bei mir ist, ich habe so ein Organ. Meine Tonlage ändert sich immer so. Und das ist echt furchtbar. Man kann mich schlecht aufnehmen. Hallo? Teddy! Persönliche Gegenstände. Trophäen. Eine Sammlung von etwas, das wie Trophäen der Glockenmordopfer aussieht. Echt? Puppe. Teddy. So. Was? Vergangen. Karte der voriger Morde. So. Diese Karte zeigt alle Orte seiner Morde, aber viel detaillierter als die der Polizei. Ja, natürlich. Der ist auch der Glockenmörder. Mittwoch, 5. Juni 1940, drittes aufgeknüpftes Opfer entdeckt. Bizarre Aufknüpfungen lassen auf Salems schändliche Vergangenheit zurückblicken. In Salems Geschichte gab es Morde, die sich anscheinend wie der Glockenmörder auf die Hexenprozesse beziehen. Ich weiß nicht, ob dir Salem ein Begriff ist, aber das ist sowieso so ein Ort, wo es jetzt nicht nur in dem Spiel, wo es jetzt auch in Real Life bekannt wurde wegen irgendwelchen Hexendingern da. Also. Ja. Methoden. Opfer und Mordmethoden. Dies sind Mordmethoden und Opfer, die auf diese Weise umkamen. Ich kann nicht sagen, ob er konsequent oder schizophren ist. Auch Schizophrene sind konsequent, ja. Die haben auch ihr Durchhaltevermögen. Die ziehen auch alles durch. So. Ja. Krass. 6 von 6 Hinweisen haben wir gut. Ja. Warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Was war das? Ich wusste es! Ihr Penner! Tut mir leid, wenn ich jetzt hier rumschreie, aber ich hab Angst vor denen. Es sind aber nur zwei. So. Warte, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, ab wann ich nach da drüben kann. So nett. Okay, jetzt ist es recht nicht. So. Ich
kriege ich das jetzt hin? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Es sind aber nur zwei. Das ist irgendwie sehr bizarr. Aber ich glaube, es kommen noch welche. Mir sind hier echt zu wenige Geisteressenzen. Warte, der kommt jetzt auch in die Richtung. Krieg ich den jetzt? Ja. Der geht da. Was kommt dann nach da? Jetzt hätte ich eigentlich am besten. Jetzt geht er nach da. War das, das war pures Glück. Ey, das kannst du mir aber glauben. Boah. Oh. So. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen umsehen. Das ist scheiße, ey. Mein Gott. Das war jetzt gerade. Die Schwingungen, die ich von diesem Haus empfange, sind unglaublich. Es ist wie im Museum. Die alte Gewalt versucht, die neue zu übernehmen. Ich muss Officer Baxter informieren. Das hier könnte entscheidend sein. Hey, ich hab das jetzt auch voll. Das war eigentlich nur ein Unfall. Störungen im Haus des Urteils. Joyce Mutter spielt ungewöhnliche Geisteraktivitäten im Haus des Urteils. Ungewöhnlich starke, ungewöhnlich hasserfüllte und einfach nur ungewöhnliche. Was? Boah, das war jetzt gerade meine Fresse. Boah. Ich habe mich jetzt gerade instant 10 Meter in meine Hose hochgeschraubt. Mein Gott. Da renne ich durch und dann tauche ich ausgerechnet hinter denen auf. Vor allem, ich mache hier auch noch so F, um zu gucken, wo der jetzt überhaupt ist. Und dann steht er vor meiner Nase. Ja, ganz schnell reagieren müssen, ey. Hier haben wir alles. Du hast mir keine große Hilfe. So, hier kommen wir gar nicht durch. Hier kamen wir ja, aber waren wir auch schon. Ja, hier nicht. Zack. Auf dem Klo. Na, war ja klar. Ja, hier gucken wir mal weg. Hier sind Sachen. Aha, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, wie gesagt, ich bin da damals. Habe ich eine Nachricht? Ich bin da damals einfach nur so durchgerusht, weil ich habe. Ich habe das schon in ein Stück gespielt. Nicht in ein Stück. Ich habe da, glaube ich, nur eine Pause gemacht. Und. Ein oder zwei, ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Auf jeden Fall hatte ich da eine lange Aufnahmesession und. Aufnahmesession. So, jetzt bin ich aber jetzt komplett raus, oder? Also, wo ich das damals gespielt habe, da hatte ich sehr lang gespielt. Sehr lang, kurz bevor es zu Ende ging.
Und ich wollte aus diesem Gruselzimmer raus. Gruselhaus. So, jetzt. Meine Fresse, ey. Das war jetzt aber... Puh! Ja, hier ist tatsächlich nichts mehr. Das ist... Ich hatte heute nur, einen Becher Kaffee. Also, gib mir bitte, dass ich verwirrt bin. Ronan der Fremde. Es kenne ich ihn überhaupt nicht. Und ich fühlte mich ihm so nah, aber das war wohl ein Mann meiner Einbildung. Ich dachte wirklich, so etwas wie ein Vorstrafenregister sollte früher in eine Beziehung zur Sprache kommen. Es ist nicht mal seine Vergangenheit, die mich abschreckt. Es ist, dass er es mir nicht sofort erzählt hat. Er sagte, seine Tattoos seien offensichtlich, aber ich weiß nicht recht. Es ist vielleicht zu spät für uns. Ja klar, erstes Date, hey Julia, ich finde dich total nett. Ach übrigens, ne, ich bin ein Krimineller. So. Klar muss sowas früh zur Sprache gebracht werden, da streite ich nicht ab. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Soll man da wirklich im ersten Date sagen, hey, das ist geil, ich habe ein Vorstrafenregister. Ja, meine Tattoos sprechen Bände. Nein. Also, wann ist der richtige Zeitpunkt für sowas? Na? Das weiß ich nicht. So. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hi. Hi. Man muss einfach mal die Eier haben und sich das hier alles genau ansehen. Naja, ich... Das ist meine Verteidigung. Es ist jetzt gerade nicht sehr geil. Ich hätte das wohl letztens wirklich komplett aufnehmen sollen. Streit mit Ronan, oh mein Gott! Manchmal kann dieser Mann ein unsensibles Monster sein. Ich weiß nicht, die Arbeit stresst ihn, aber das Zuhause ist der Ort, an dem man all das loslässt. Morgen wird es besser sein, ich weiß. Aber für jetzt, ich will nicht mehr dran denken. Ja klar, das ist halt immer, man ist an der Arbeit, hat einen scheiß Tag gehabt, dann kommt man nach Hause, ne, und dann soll sofort Scheiter umgelegt werden. Mein Mund hat gerade ein komisches Geräusch gemacht, tut mir leid. Und dann soll sofort ein Scheiter umgelegt werden. Find ich nicht so geil. Also klar, man sollte seine Laster von der Arbeit nicht zu Hause abladen. Aber es geht ja auch nicht von der einen in die andere Sekunde, weißt du? So. Das war's. Krieg ich keine Belohnung dafür, dass ich hier war? Okay, hier komme ich nicht durch. So, ich hätte gern, nein. Das war ja mein geiler Move. Heiß, Ronan, heiß. So, ich weiß, dass hier unten auch noch welche erscheinen. Ich meine, guck dir das mal hier an. Aber ich weiß nicht, ab wann. Jetzt hatte ich aber gerade echt die Hose voll. Entschuldigung. Toll. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Ja, toll. Ich habe mich vorhin aufgeregt, dass es nur zwei sind. Und jetzt sind es vier. Mal doppeln wir einfach mal. Ah, das ist doch super hier. So, warte mal. Wenn der hier durchkommen würde, das wäre ein Träumchen. Aber nein, tut er nicht. Scheiße. Da hing ich auch ewig dran. Ich muss das jetzt sagen, damit ich nicht so lange brauche, wie ich es immer angekündigt habe. So, da ist der. So, der ist jetzt
her? Kommt der direkt hier durch, oder? Wie sieht das dann noch aus? Gut. Das ist auch heiß rein. So, kann ich mich hier hinstellen, ne? So. Ich jetzt echt. Oh! Das war jetzt auch knapp.